ihr herzlich willkommen zu diesem wunderschönen neuen Video. Hallihallo, Freunde. Ich hoffe, ihr habt wieder Bock auf einen weiteren Part von 8K Minecraft bzw. Rising Worlds. Und ich sehe gerade, das ist ein ganzes Standbild des scheiße Baubärs. Kleinen Moment, bitte. So, Leute, jetzt läuft die Lutze hier und ich würde sagen, wir gehen mal gemeinsam hin und bauen erstmal etwas. Ich kann mir hier verschiedene Blöcke aussuchen, die ich quasi als Bodenblock nehmen kann. Nehmen wir mal diesen Block und setzen ihn das quasi mal hier oben drauf. Wir können jetzt hier quasi ganz easy die Sachen einfach ziehen. Ich kann sogar irgendwie sogar fliegen hier im Creative-Modus. Also ich finde das auf jeden Fall schon mal ganz interessant. Ich würde sagen, wir ziehen erstmal ein wunderschönes Fundament hier, so damit wir auf jeden Fall erstmal Platz haben. Machen mal das hier erstmal ganz kurz weg. Ich gehe mal ganz kurz wieder in Terrain rein. Entfernen wir das mal ganz kurz hier. Auf Wiedersehen, Herr Baum. Dich brauchen wir gerade nicht. Wie gesagt, es ist super kompliziert, damit irgendwas zu errichten. Das finde ich halt ein bisschen schwierig, dass ich bei diesem Game irgendwie, hatte ich mir das ein wenig einfacher vorgestellt. Bei Minecraft ist es auf jeden Fall deutlich einfacher als hier. Jetzt kann ich hier wohl irgendwie den Block auswählen, aber, ach da, jetzt geht's. Okay, und wie kann ich die wieder wegmachen? So wegmachen? Nee, oder? Das ist, muss doch sicherlich, gibt doch sicher einen schnelleren Weg als das. Das kann es ja nicht sein, Leute. Das kann es ja nicht sein. Warte, ich mache erstmal ganz kurz eine Fläche, so. Und dann versuchen wir mal ganz kurz gemeinsam ein Haus zu bauen. Ich habe später noch einen Homeboy hier, den guten Dena, der dann mit mir nochmal darauf reagieren wird und mir generell mal sagt, was er von dem Game hält. Bin ich mal gespannt, was er dazu sagt. Boah, keiner, was nehmen wir denn hier? Wir nehmen mal das hier, Leute. So, nehmen das quasi mal als Wandblock. Wir könnten jetzt hier quasi eine Wand hinmachen. Das machen wir so einfach mal an der Stelle. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da kann man nämlich quasi wunderschöne Strukturen mitbauen, Leute. Gehen wir nochmal hier ganz kurz nach oben, so. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht in diesem Game hier irgendwie. Oh Gott, jetzt bin ich hier. Oh, bin ich jetzt in der Wand? Hallo? Och nee. Och nee. Ja, wie komme ich jetzt hier raus? Wie komme ich. Hallo? Jetzt bin ich. Bin ich jetzt draußen? Muss ich jetzt hier den noch abbauen? Und den hier. Und den hier? Jetzt bin ich erst raus. Was zum Teufel, Alter? Ich glaube, das ist aber nur der Creative-Modus, der so kompliziert ist. Ich glaube, im Survival-Modus ist es deutlich einfacher als im Creative-Modus. Oh mein Gott, ist das anstrengend gewesen. Was zum Teufel, Leute? Aber so geht es auf jeden Fall. Wenn man es einmal raus hat, weiß man auf jeden Fall, wie es läuft. So, man kann jetzt hier erstmal eine kleine Wand ziehen. Ich glaube, 4 Blöcke hoch muss das Ganze sein, damit wir hier drin gehen können. Oh nein, jetzt bin ich hier. Oh nein, jetzt bin ich hier schon wieder reingebackt. Ich würde gerne. Oh mein Gott, ist das anstrengend. Stress ist das Game EU, West, Nord und alles kombiniert. Okay, wir versuchen einfach unser Bestes, Leute, in einem Spiel, von dem ich keine Ahnung habe. Okay, wir haben schon mal einen Raum geschaffen. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. So, kann ich jetzt hier oben drauf? Kann ich hier immer noch eine Wand hinsetzen? Das geht tatsächlich, ja. Komme ich da nochmal? Hallo, ist... Okay, das klappt irgendwie. Ich weiß noch nicht wie, aber es hat funktioniert. So, wenn ich jetzt hier nochmal irgendwie... Alter, wie komme ich denn... Bitte, lass mich hier hoch, bitte! Ah, jetzt... So, das sieht doch schon mal gut aus, Leute. So, jetzt machen wir hier mit F4, machen wir hier ein paar Fenster rein. Da kommt ein Fenster hin. So, dann kommt hier nochmal ein Fenster hin. Sehr schön, ja. Und dann kommt hier nochmal ein Fenster hin. So, dann kommt hier nochmal eine Tür hin. Da muss doch irgendeinen schnelleren Weg geben als das hier. So, und dann kann ich nämlich jetzt hier durchlaufen. Sehr schön. Ja, ist doch perfekt, Leute. Sieht aus wie mein erstes Minecraft-Haus. Wahrscheinlich gibt es das irgendwie auch in einer schnelleren Variante. Und vor allen Dingen deutlich schöner. Aber ist egal, wir tasten langsam ran. Ich möchte gerne als Decke... Mein Gott, ist das hier viel, Alter. Was gibt es denn hier alles? Geisteskrank. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Wir nehmen das einfach mal als Decke, weil ich es schön finde. Ja, ein bisschen beengend, aber trotzdem ganz schön, ne? Wie mache ich denn ein Dach, Alter? Wenn ich jetzt hier eins drücke, dann habe ich verschiedene Pflanzen, die ich jetzt hier hinsetzen kann. Ganz schön auf jeden Fall, ja. Kann man hier nochmal für Pflanzen hinsetzen, so. Also, ich glaube, im Survival ist es deutlich einfacher. Ich glaube, der Creative-Modus ist auch noch gar nicht so weit ausgereift. Aber ich würde sagen, Leute, das ist unser erstes Haus. Gibt es irgendwie einen Glasblock oder sowas? Ah, hier kann man alles mal gucken, was es hier so gibt. Chili, Sapling, Potato. Oh mein Gott, man kann Sea Plants und sowas. Wahnsinn, Alter. Wenn ich jetzt bei 2 gucke bei den Blöcken, gibt es da irgendwie einen Glasblock oder sowas? Gibt es das irgendwie? Ja, bestimmt gibt es den irgendwo irgendwie, aber ich mache diese Fliesenblöcke, die würde ich jetzt haben, hier. So, da zeige ich denen, dass man auch Fliesen bauen kann. So, kommt hier nochmal eine schöne Säule mit Fliesen in die Wand. Och Gott, nee, das will ich nicht. Oh mein Gott, ist das... Ich muss ehrlich sagen, einfach ist das hier nicht in diesem Game, ne? Hier was Kreatives zu erwirken, ist echt schwierig. Ich würde ganz ehrlich sagen, Leute, wir ziehen mal kurz einen Profi zu Rate, der mir da eventuell helfen kann. Felix! Ich möchte dir was zeigen. Guck mal hier. Ja, ich habe jetzt keinen Stuhl für dich hier, aber es ist nicht so schlimm. Felix, das hier... Ja. Nee, du kannst doch nicht einfach den Greenscreen... Du da musst bin wieder, ich. Guten Tag, mach den Greenscreen wieder hoch, Alter. Junge, das ist er schon wieder. Also, guck mal hier, das hier ist das neue Minecraft. Das ist Minecraft in 8K, Alter. Guck mal, Digga, mein geiles Haus hier. Siehst du das? Das haben schon andere YouTuber gemacht. Hä? Das hier, so ein Haus haben schon andere gebaut. Ich habe davon letzte Woche ein Video hochgeladen. Das haben die Leute gefeiert, Alter. Also so. Und jetzt habe ich gerade den Creative-Modus ausprobiert. Und das ist echt scheiße. Ja, was ist das denn, Minecraft und was? Minecraft in 8K. Ach, das ist einfach nur gut. Du hast keinen 8K-Monitor. Doch, habe ich. Das weißt du ja gar nicht. 2, guck mal hier. 4, 5, 6. Willst du jetzt alle Pixel zählen? Guck mal, ich kann die Kuh kaputt schlagen. Ganz kurz, Judge, wie findest du mein erstes Haus, was ich bis jetzt gebaut habe? Sieht aus wie mein Haus.
in Minecraft, alles eigentlich. Eigentlich in Minecraft alles. Soll ich dir mal zeigen, was ich im Singleplayer schon alles geschafft habe? Ja, zeig. Oh, guck mal, ich hab das Schwein. Warte, ich will das kurz. Egal, stirb! Guck mal hier, man kann sich auch hier einfach wie in Blöcken runterbauen. Also das Spiel macht mehr Spaß dann. Das macht wirklich Spaß, ehrlich. Guck mal, man kann sich hier richtig in die Wand reinbauen und so. Man kann farmen. Ist schon nicht schlecht. Das macht schon Bock, ne? Ich meine, das ist geil. Ja. Ist halt ein bisschen verbuggt, weil ich gerade noch im Creative-Modus bin, der noch nicht fertig ist. Aber wir können ja mal kurz ins Singleplayer gehen. Warte mal ganz kurz, okay? Dann zeige ich dir, was ich schon alles gemacht habe, Alter. Du wirst ausrasten. Jetzt wird's richtig spannend. Weil guck mal, das hier habe ich schon alles gebaut. Hier ein Schild, hier wohnt Revi und zum kleinen Dena. Das habe ich damals schon aufgestellt, ne? Könnt ihr jetzt noch abbauen, mache ich aber nicht. Und hier vorne, guck mal, ich habe hier schon angefangen zu farmen, Digga. Ich brenne jetzt, ja, ich muss noch Kohle sammeln, dann kann ich das in den Ofen packen, Digi. Und dann kann ich mir, weil ich ja ultra lange jetzt abzubauen. Ja, ja, weil ich noch eine schlechte Waffe habe. Aber guck mal hier, Digga, pass mal auf, guck mal, was ich hier alles habe. Warte. Ja. Wie sieht's, wie du aussiehst? Ich sehe momentan so. Oh, ich habe. Hä? Ich habe meine Klamotten ausgezogen. Alter! Hey. Ich war auf dem Multiplayer-Server, da war leider keiner. Zieh bitte lieber wieder an. Ich weiß nicht, wo die jetzt sind. Ist es das? Ah, da, einmal Lumpen. Einmal Lumpen. Komm, zieh wieder an. Schnell, zieh besser ist das. Wieder an. Guck mal hier, pass auf. Hier musst du mal ganz kurz gucken, Digga, was alles für Werkzeuge gibt. Ja. Guck mal hier. Gibt sogar eine Armbrust, eine Muskete und sowas. Das macht richtig Spaß, damit zu schießen, ne? Hast du dich schon mal gehabt? Nee, leider noch nicht. Ich muss halt erstmal. Weißt du, was Spaß macht? Ja, weil ich damit im Creative-Modus schon rumgeschossen habe. Das Problem ist, ich muss halt erstmal Kohle sammeln, damit ich das hier in den Ofen packen kann, weißt du? Mhm. Guck, ich kann nämlich jetzt, kann ich halt hier. Der Ofen hat keinen Brennstoff. Ich habe leider keine Kohle. Da muss ich halt erstmal. Du weißt schon, dass ich weiß, wie Minecraft funktioniert. Ja, aber das ist ja Minecraft in 8K. Ja, ich weiß, das ist auch, ja wie anders. Minecraft in 8K funktioniert. Neues Modpack und so, weißt du? Ja. Und ich habe hier sogar eine Gartenfläche. Eigentlich können wir Minecraft Flash da drin spielen mit dem Muskel. Weißt du? Und dann immer. Das wäre eigentlich ganz cool. Ja. Warte mal, guck mal hier. Lichter. Soll ich mal meine Fackel? Gibt's TNT? Ja, warte, es gibt Hilfsmittel. Guck mal, hier gibt's Dynamit, Alter. Ja, immerhin, ne? immerhin. Und eine Uhr und eine bengalische Fackel gibt's auch. Ist auch ganz cool. Das Spiel ist halt noch nicht fertig, ne? Ach so. So, das, deshalb, da muss man ein bisschen Nachsicht haben. Mhm. Jetzt will ich hier die Fackelhalterung hinsetzen. Warte mal, 3. So, und jetzt kann ich nämlich hier mich ganz einfach mit Licht reinbauen. Guck mal. Aber weißt du, dass man in Minecraft einfach nur mit Rechtsklick eine Fackel legen kann? Ja, das ist ein bisschen komplizierter hier, ne? Ist halt auch viel umständlicher, das Spiel. Das dauert halt auch extrem lange, ist bis halt dann hier was achtmal so umständlich. Achtmal so umständlich, aber achtmal so spannend, oder? Ja. Findest du nicht? Hängst du jetzt schon zum Hals, musst du spielen? Nee. Würdest du sagen, du würdest selber spielen? Ja. Also würdest du kurz ein Review für mich abgeben? Ja. 9 von 10 Punkten, finde die Grafik nicht so gut. Die Grafik ist doch geil, Alter. Guck mal hier, was passiert. Nee, zu wenig Blöcke. Warte hier, guck mal, welche Schaf töte, Alter. Ich kann das sogar scheren, so, und jetzt kann ich das einfach umbringen, Alter. Ach, bleib stehen, warte. Jetzt, guck mal hier. Oh, jetzt. Gibt's auch Zombies? Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch gar nicht gesehen, dass es Nacht werden kann. Ich bin immer schlafen gegangen vorher, weil ich immer Angst hatte. Und wenn ich jetzt aufstehe, ist immer noch Nacht. Ja, ja, aber du musst ja auch lange schlafen. Nee, das ist mir zu umständlich. Ich geh jetzt weiter farmen. Aber würdest du schon sagen, dass du selber auch spielen würdest, oder? Potenziell, ja. Ja? Ja. Sollen wir mal zusammen ein Display davon machen? Ja, wird ein Modpack auf jeden Fall. Ein Modpack da, direkt, oder? Okay, ich muss irgendwann auch was essen und was trinken, glaube ich. Da unten steht nämlich, ich habe nämlich hier unten rechts, das siehst du gerade da, ja, so eine Wasserflasche. Ich muss irgendwas trinken, aber ich weiß nicht, wie das geht. Vielleicht bist du der Wasserflasche craften. Ah, das ist eine gute Idee. Warte mal. Ich guck mal ganz kurz. Spannend, ja. Ist spannend, oder? Mhm. Hilfsmittel. Trinkflasche. Nicht mal. Zwei nicht Leder. Mal irgendwie was zum Sitzen. Ja, ich dachte halt, dass du nicht so lange bleibst. Ich dachte, du gehst kurz wieder, machst dein Dena-Ding, haust wieder ab. Aber du bleibst jetzt doch länger hier, weil du doch interessiert bist, oder? Boah. Also es macht schon Spaß, oder? Du machst schon richtig Laune hier. Würdest du gerne selber das auch mal spielen? Ich eher nicht. Warum? Weil das nichts für mich ist. Kann ich eine Spitzhacke aus Stein bauen? Warte, ich versuche das mal, ja? Ohne wirklich Werkzeuge, Spitzhacke. Und so kann man Holzhake? Nee. Ein Jagdmesser kannst du auch machen. Ein Nullholz! Man kann leider. Hilfreich, um Teig zu plätten. Holzschwert kann ich machen. Soll ich mal damit ein Tier angreifen? Mhm, okay. Vielleicht ist gut. Oh Gott, was habe ich hier? Oh Gott, oh. Hallo? Ach so, so. Oh, das arme Schwein, wie es klingt. Ja, ich muss jetzt sterben. Och. Nein, tu es nicht. Guck mal da. Nicht. Junge, nein. Das ist so krank realistisch, oder? Das Game. Alter. Alter, das ist Blut, was guck mal, Junge. Holy shit, pass auf. Du hast Edgar getötet! Dislike, dislike, dislike. Nein, bitte dislike, nicht. Dislike, dislike. Guck mal, hier, jetzt hol ich mir den Bacon. Felix, warte doch. Komm doch zurück. Felix, bitte. Felix! Ich. Okay, Leute, das war's von Denas Review zu dem Game. Ich glaube, ich hole jetzt mal ein bisschen was von den Kühen hier, weil ich unbedingt einen Lederbeutel brauche, damit ich mich hier ernähren kann. Hallo, können Sie bitte vielleicht, Frau Euter, bitte sterben Sie schnellstmöglich, dankeschön. Frau Euter, bitte sterben Sie es nun. Oh, ist das kompliziert, Alter. Junge, was ist denn, würdest du vielleicht mir den Gefallen tun und einfach, Alter, also es ist noch nie so schwer gewesen, eine Kuh zu töten, Leute. Bisschen umständlich ist das Game ja schon noch. So, da ist Leder. Sehr schön. Und Fleisch. Das holen wir uns, Alter. Das muss dann auch brennen, glaube ich, sonst verschimmelt das, glaube ich, ne? Hier sind Ziegen. Oh Gott, ich hasse diese Ziegen. Okay, du stirbst. So, komm, die holen wir uns, Leute. Das ist easy PvP hier für mich gegen diese verdammte Kuh, Alter. It's Kuh PvP, kann mir gar nichts. Los, geh drauf. Und du stirbst. Oh yes, Baby. Okay, dann können wir jetzt letztlich, glaube ich, eine Trinkflasche craften. Warte mal ganz kurz. So, holen wir jetzt das Leder mal hier raus. Ich brauche, glaube ich, zwei Leder brauchte ich dafür. Und dann kann ich mir jetzt irgendwo, wenn in der Nähe irgendwo Wasser ist, dann kann
kann ich mal gucken, ob ich mir nicht eine Trinkflasche craften kann, weil ich muss unbedingt was trinken. Zumindest sagt da unten das meine Leiste. Oh, hier ist ein neuer Baum gewachsen. Das heißt, die wachsen nach. Das ist cool. Hilfsmittel. Nee, verschiedenes. Nee, Hilfsmittel. Trinkbeutel. Zwei Leder. Hä? Was ist das jetzt hier? Ist doch Leder, oder nicht? Was ist denn das? Kuhfell. Muss ich das hier noch zu Leder verarbeiten? Wollt ihr mich flachsen? Muss ich jetzt zum Wasser hinlaufen? Okay, Leute, wir laufen jetzt entlang des Berges und gucken mal, ob wir noch irgendwo Leder oder sowas finden, ja? Wir springen schnell über ein paar Kühe, das macht uns gar nichts. So, wo haben wir Leder? Wo haben wir Leder, Leute? Hier ist eine Höhle. Ui. Alter, Leute, sollen wir das nächste Mal da runterlaufen? Lasst jetzt mal einen Daumen nach oben, dann rennen wir mal da runter in die Höhle. Okay, ich brauche aber erst was zu trinken, sonst verrecke ich, Alter. Wo ist Wasser? Hier, gib mir die Blumen. Wo ist Wasser? Wo ist Wasser? Ich darf auf jeden Fall nicht vergessen, wo ich herkomme, Leute. Alter, sind hier viele Höhlen. Ist das hier Wasser? Das Wasser. Kann ich jetzt hier trinken? Kann ich jetzt hier trinken? F, irgendwie kann ich vielleicht... Hallo? Kann ich scheinbar nicht. Ich muss irgendwie gucken, dass ich einen Lederbeutel hergestellt bekomme. Aber egal. Leute, ey, wir haben wieder drastische Fortschritte gemacht, Mann. Der Creative-Modus ist leider Gottes echt für den Arsch, aber ich glaube, dass es im Singleplayer echt noch witzig werden kann. Soll ich noch einmal... Komm hier, komm, ich bring dich jetzt um. Ich bring dich jetzt einfach um. Ja, die ist friedlich, die ist friedlich. Ich kann meine Rache an der Ziege ausüben. Stirb, Ziegenmann! Ja! Oh yes, Baby. Oh nice, okay. Hat sie Leder? Nee, ist auch noch Fell. Ist egal. Leute, wir haben große Fortschritte gemacht. Wir haben eine Höhle gefunden, wir haben Wasser gefunden. Und den hat ein Review über das Spiel abgegeben. Also wenn das nicht ein toller Tag ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, Leute, smash auf jeden Fall jetzt wieder einen Like-Button nach oben. Bis nach ganz oben, Leute. Die letzte Folge kam extrem gut bei euch an. Ich würde tatsächlich gerne mehr davon bringen. Wenn ihr das eben so seht, dann wie gesagt, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Verschwinde bitte, Körper. Dankeschön. Das war's für diese wunderschönen Video. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.